der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute in der Galerie Handwerk. Hier wird in den nächsten Wochen eine hochinteressante Ausstellung zu sehen sein. Weihnachtsmärchen ist der Titel. Und wenn Sie uns über die Schulter schauen, dann werden Sie sehen, der Krokodil, der Kasper. Was hat das mit Weihnachten zu tun, Frau Hügel? Weihnachten ist ja geprägt von Weihnachtsmärchen und Geschichten, die jeder selbst hat. Und dieses Jahr haben wir speziell zum Weihnachtsmärchen eingeladen. Geschichten, die sich unsere Aussteller selbst einfallen lassen konnten. Geschichten, die schon jahrhundertelang überliefert sind. Hier kommt alles zusammen und die Fantasie kann spielen, springen und sich erfreuen. Und der Kontext mit dem Dachverband hier oder dem Hausherren ist, dass es handwerkliche Produkte sind, die ausgestellt werden. Ganz genau. Also alles ist handgemacht aus unterschiedlichsten Materialien. Das können jetzt grobe Baumstämme sein, wie die Figuren von Renata Lotterkova, die wir drüben auf der Insel sehen. Das können automatisch betriebene Figuren sein aus altem Blech, das können Keramikfiguren sein, Holzfiguren, alles ist möglich. Glas ist dabei natürlich und das ist alles, das sind alles Unikate, einzeln hergestellt und alle für unsere Ausstellung, ganz exklusiv. Und mit Weihnachten hat's, lassen Sie mich mal was vorwegnehmen, Folgendes zu tun, dass man es alles kaufen kann, als Geschenk dann präsentieren, das meiste, und das ist überrascht. Ja. Also mich überrascht. Ich will es einmal sagen, Damen und Herren, bei unserem kleinen Rundgang vorweg, bin ich also hier stehen geblieben für diesen genialen Glasballon. Wenn Sie da mal reinschauen, dann sehen Sie hier ein Schwein mit Flügeln. Und dieses Schwein mit Flügeln hat mich als Kind schon immer verzaubert, möchte ich fast sagen, und begleitet, weil da gibt es ein wunderbares Gedicht von Ingsterburg und Co. Das waren so, war so ein Kombo in die 60er Jahre, die eigentlich nichts Gescheites gemacht haben, aber sie haben ein wunderbares Gedicht geschrieben. Es geht so: Will ein Schweinchen in den Himmel fliegen, kann es große Probleme kriegen, denn die Menschen auf Erden denken nur an das Züchten der Schweine immer zu größeren Gewichten und niemand denkt an das arme Schwein, dem dann zum Fliegen die Flügel zu klein. Und da sage ich, das ist eigentlich schon die halbe Miete, wenn man so eine Ausstellung hat, die sofort so Erinnerungen erzeugt. Mhm. Was ist das Objekt hier, wo bei Ihnen so das meiste wachruft, was Weihnachten anbetrifft? Ach, was Weihnachten anbetrifft, sind das vielleicht auch die Figuren von Monika Drescher-Linke. Also ich finde, das ist für mich auch so ein ganz schönes Weihnachtsbild, ein sehr eigenes Weihnachtsbild. Natürlich auch ein bisschen ganz konkreter mit Nikolaus und Krampus. Mit Nikolaus. Ja. Also hier werden auch unterschiedliche Materialien verarbeitet, was ich auch wunderbar finde, weil also dadurch dieser besondere Reiz, diese Stimmung irgendwie so schön rüberkommt. Also da ist eine Zuckerwatte mit Goldlametta betupft. Da ist dieses Schiffchen aus altem Metall geformt. Da ist eine alte Glocke dabei und irgendwie. Ja, aber wie machen Sie das? Schauen Sie sich die Sachen dann vorher an, was hier reinpasst in die Ausstellung oder? Sind Sie eher ein Mensch, der sich da überraschen lässt? Weil ich meine, nur diese Zusammenstellung hier, sowas kann man doch nicht planen. Nein, das kann man nicht alles planen, aber wir planen natürlich schon einen großen Teil. Also wir überlegen uns vorher ganz ausführlich, wen wir zu der Ausstellung einladen. Wir wählen die Künstler aus. Das soll eine spannende Mischung sein. Und wir wünschen uns von manchen ganz konkrete Dinge, die auch schon fertig sind. Also wie zum Beispiel Cowboy, Clown und Krokodil. Das ist jetzt keine Arbeit, die in den letzten 6 Monaten entstanden ist, extra für die Ausstellung, sondern die gab es schon. Die haben wir uns konkret gewünscht. Und andere Arbeiten werden wirklich kurz vor knapp erst fertig. Also wir warten gerade noch auf eine Arbeit unseres letzten Ausstellers. Die wird heute fertig und heute geliefert. Morgen ist die Ausstellungseröffnung. Also das ist schon spontan. Aber da wissen wir, dass was Tolles kommt. Wissen Sie, der Unterschied oder der Übergang zwischen Künstler und Handwerker, ist der fließend oder gibt es dann doch noch, sagen wir mal, einen Künstler und hier einen Handwerker? Nein, es ist fließend. Also das sind jetzt wahnsinnig künstlerische Arbeiten. Aber alle Aussteller haben eine
absolut fundierte und sehr, sehr gute handwerkliche Ausbildung. Also da kommt beides zusammen, das Künstlerische und das Handwerkliche. Und das macht diese Ausstellung natürlich auch so faszinierend. Was mich fasziniert, ist da hinten wieder diese Schnitte von diesen Insekten. Also eigentlich Fantasie-Insekten, aber sie erinnern mich so ein bisschen an dieses Lied vom Reinhard May, alles, was ich habe, ist meine Küchenschabe. Ja, so kann man das auch sehen. Jetzt in diesem Fall liegt das Märchen Sieben auf einen Streich der Arbeit zugrunde. Ah ja. Also es sind sieben große Hampelinsekten, die Judith Runge für uns gemacht hat. Und die wir auch gerne an der schönen Wand präsentieren. Das ist ein bisschen unheimlich. Das ist halt ein bisschen was Kafkaeskes. Absolut. Wir erinnern uns doch an diesen Käfer. Ja, genau. Denkt jeder und das soll es auch. Und das ist auch das, was eigentlich diese Ausstellung so gut macht, dass es nicht nur lieb und nett und lieblich ist, sondern eben auch ein bisschen unheimlich, skurril, geheimnisvoll. Und ja, das ist das Schöne. Dann gehen wir mal darüber. Zu den Weihnachtsengeln. Mhm. Also schon ein bisschen weihnachtlich ist der Mama, spricht aber schon wieder durch. Also so ganz. Absolut. Also die Weihnachtsengel von Barbara Ludin sind aus Papieren gemacht. Also es ist nicht Papiermaché. Hier sieht man vielleicht auch schon, dass ein Kleiderbügel als Ich hätte das jetzt nicht mehr gesehen, muss ich ganz ehrlich als sagen. Gerüst ich habe bloß immer geschaut, wer das so nett lacht. Ja, ja. Der lacht so nett. Naja, nett und auch ein bisschen verschmitzt. Genau. Also es ist jetzt nicht nur nett. Es kann auch ins andere überschlagen. Und also das ist nämlich die Kunst von Frau Ludin, dass sie ihre Figuren so auf den ersten Blick so lieblich macht. Und dann, wenn man genau hinschaut, denkt man sich, ah nee, irgendwie ist es doch ein bisschen anders. Also frech und verschmitzt und so ein bisschen vielleicht auch mit einem Hintergedanken. Das ist das, was eigentlich wirklich gut ist. Oder auch ein bisschen unheimlich, unsere Schneekönigin. Oh. Sie langen das alles so vorurteilsfrei an. Du hast nicht Angst, dass was kaputt geht. Also ich darf das natürlich, außerdem kenne ich die Arbeiten. Ich habe jedes Stück in der Hand gehabt. Ich weiß genau, wo man es anfassen muss, wie leicht es ist, wie schwer es ist, wo die Stellen sind, wo man es auch anfassen darf. Aber auch hier ist es Papier, das aber so fest ist, dass man es wirklich gut anfassen kann. Es ist aber federleicht. Hm. Weihnachten war ja einer ganz wenigen Feiertage im Jahr, wo sogar mein Vater romantisch geworden ist. Ach. Ja, ja. Mhm. Und das ist natürlich dann eine Situation, wo man auch verletzlich wird, verstehen Sie? Mhm. Und da sind so eine Figuren sind dann genial, mhm. Wenn man dann plötzlich dann sich so öffnet und denkt an das Lied, zwei Engel sind hereingetreten und dann lacht er so verschmitzt. Gell? Sie wissen, was ich meine, oder? Ja, ich weiß schon, was Sie meinen. Das machen wir eine kleine Pause, Damen und Herren, dann möchte ich Ihnen noch Weihnachtsschmuck zeigen, der auch an einem Baum hängen könnte und der richtig gut gemacht ist. Aber dazu gleich mehr. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, es gibt Dosen, in denen ist genau 454 Gramm drin. Also das ist eine Dose, wo das mal drin war. Mittlerweile ist dort etwas anderes drin. Und mittlerweile ist diese Dose auch kein Behältnis mehr, Frau Hügel, sondern ein Kunstwerk. Ja. Ein Kunstwerk aus Ihrer Weihnachtsausstellung. Ganz genau. Ein Kunstwerk von Robert Race, einem genialen Künstler aus Großbritannien, der solche tollen Figuren macht. Aus alten Dosen, Treibholz und anderen Materialien. Müssen Sie einmal anschauen. Entschuldigung, aber das muss man erklären. Wissen Sie, bei uns sagt man doch immer gerne, es muss alles rundlaufen, sonst passt irgendwas nicht. Aber hier läuft es eben nicht rund und es ist trotzdem einfach genial. Schauen Sie, wie sich die Weltkugel da immer um zwei Pfennigkopfnägel dreht. Wie sind Sie denn auf den Künstler gekommen? Oh, Robert Race ist einer unserer ersten Künstler. Ja. Der stellt von Anfang an schon aus und ist jetzt seit, ich weiß nicht, 25 Jahren und mehr dabei. Jedes Jahr mit was Neuem. Ja, war der schon mal da? War auch schon hier. Hat auch schon große Arbeiten gezeigt. Diesmal haben wir jetzt kleinere Arbeiten von ihm, aber auch wunderbar. Also stehen den Großen in nichts nach.
war auch schon hier und ist wirklich einer der großen Toymaker aus Großbritannien. Also für mich ist es wirklich, weil Sie wissen ja, Damen und Herren, Scheitern ist etwas, was man bei uns in unserer Gesellschaft nicht darf oder nicht sollte. Aber ich finde, hier wird das Scheitern zum Kult gemacht und bekommt Philosophisches. Ne? Absolut. Der Mann mit dem Bart erinnert an vielleicht an Philosophen, vielleicht an, weiß ich nicht, Wallenstein, die an Wahl, Künstler. Die Wahl der Farben ist Englisch, Union Jack. Ja. Naja, gut, klar. Also da sind Sie ja schon auch. Ja, man merkt, Sie sind doch Patrioten irgendwo. Absolut gell? Patriotisch, ja. Und es gibt noch so ein nettes Teil, das steht jetzt da unten drin. Ja, das hole ich mal. Holen Sie es mir raus. Also das ist ja circa Weltkugel, sondern eine Sardine, eine große Sardine. Man könnte vielleicht auch von einem Hering sprechen, auf einer Sardinendose. Eine Sardinendose und darauf steht eine kleine Holzfigur. Also man könnte sagen, vielleicht... In den Stadtfarben Münchens. Ja, jetzt, wo Sie es sagen. Das haben Sie es auch gemerkt, oder? Aber man merkt, dass er heute schon da war. Verstehen Sie? Er hat was mit nach Hause genommen. Also es ist vielleicht eine Bedienstete in einem noblen Haushalt. Und dieser Fisch dreht sich wie auch die Weltkugel bei der anderen Arbeit immer wieder um das Stäbchen und wieder ab. Ja, die Wahl von den Figuren und von den Dosen ist natürlich immer toll, farblich interessant und lustig und auch von der Größe her. Also das ist doch großartig und das sind wirklich absolute Unikate. Ich weiß, dass die morgen Abend als erstes verkauft werden. Wir haben auch Fans von Robert Race, die sich jedes Jahr eine neue Arbeit von ihm dazu kaufen. Also auch hier sind so kleine Privatsammlungen schon hier und dort sicher zu besichtigen. Und das ist die Gelegenheit. Macht er denn nur in der Größe Sachen oder macht er was Größeres? Nein, wir hatten auch schon ganz große Arbeiten von ihm. Wir hatten einmal ein großes Holzrad, das hat ungefähr diesen Durchmesser gehabt. Und da sind Dalmatiner gegenläufig über Hindernisse gesprungen, indem man ein Rad gekurbelt hat. Also das war auch fantastisch. Jetzt müssen wir nur kurz unseren Zuschauern sagen, wann man hier in der Galerie Handwerk reinschauen kann, ja, und dann nicht gleich wieder vertrieben wird, weil sie zusperren. Ja, also die Eröffnung ist am Dienstag, den 26. November um 18.30 Uhr. Und dann läuft die Ausstellung bis zum 28. Dezember. Montag ist geschlossen, Sonntag ist bei uns geschlossen. Aber sonst Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mhm. Am Donnerstag sogar bis 20 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Doch großartig, Damen und Herren, wenn Ihre Liebste am Weihnachtsfest Tränen in den Augen hat, weil Sie nichts Ordentliches gefunden haben, lass bitte nicht, dann kommen Sie in die Galerie Handwerk, ja, da finden Sie garantiert was. Auf jeden Fall. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, grüß Gott wieder in der Galerie Handwerk. Weihnachtsausstellung, Weihnachtsmärchen hängen hier vor uns mundgeblasen, oder? Ja, sind alle mundgeblasener Christbaumschmuck aus Lauscha von der Frau Hähnlein, die mit Glasbläsern zusammenarbeitet und die Figuren eigens für uns bemalt. Und jedes... Ach, die werden bemalt? Das ist nicht farbiges Glas? Nein. Also zum Teil ist es farbiges Glas, aber das meiste ist bemalt. Das ist bemalt, stimmt. Ja. Mit dem zum Beispiel. Hier auch der Clown mit Glitter nochmal. Der Elefant ist natürlich bemalt. Das ist hier silbern und dann der Ball und alles ist bemalt. Auch dann ist für Sie Weihnachten eigentlich schon vorbei, oder? Wenn Sie Ihre Exponate auspacken, das muss doch fast schon das Weihnachtsfest sein. Nein, dann geht Weihnachten erst richtig los bei uns. Das ist nicht vorbei, dann geht es erst los. Mhm. Dann hier unten Trachtler. Mhm. Wer hat die so schön angezogen?
Das ist Barbara Ludin aus München, die ein Trachtler-Paar für uns gemacht hat. Also auch das gehört natürlich irgendwie zu Weihnachten. Und unter dem Christbaumschmuck fühlen die sich auch wohl, haben sich gleich an die Hand gefasst. Ich meine, sie verkaufen ja diese ganzen Geschichten, nur den Großteil, habe ich vorher schon mal gesagt. Was geht denn da am besten? Was ist für die Leute, wenn sie bei einer Reihe weihnachtlich irgendwie gestimmt sind, greifen es dann eher zusammen? Weihnachtsschmuck, den sie sich dann am Bami hängen, oder ist es doch dann so, dass man hier die Gelegenheit nutzt und sich mal so ein Kunstobjekt zulegt? Beides. Also es ist natürlich, also selbst der Christbaumschmuck ist ja ein Kunstobjekt, weil ja. Jedes ein Unikat ist, also so ein Hirsch, den finden sie nicht zweimal. Da gibt es kleine und große, aber es gibt natürlich auch die größeren Unikate. Und wir haben ganz viele Fans und Liebhaber der Ausstellung, die hier Geschenke für sich selbst und für ihre Familie kaufen. Also wir haben zum Beispiel eine Familie, die kaufen sich hier in der Ausstellung gegenseitig die Weihnachtsgeschenke. Ja, das ist doch toll. Die müssen eine riesige Sammlung zu Hause haben. Das würde ich wirklich wahnsinnig gern mal sehen. Man braucht ja den Platz, das ist das Problem. Auf jeden Fall. Aber nicht alle Objekte sind so groß wie das Krokodil. Der Witz ist der, Damen und Herren, es gibt tatsächlich Krokodile, die so groß sind. Also nicht bloß von vorne bis hinten, sondern wo der Kopf so groß ist. Mhm. Ja, das Salzwasserkrokodil. Aber da kommt dann der Aussteller und sagt, das würde ich gerne da reintun, weil das für mich mit Weihnachten was zum Tor hat. Oder wie muss man sich das vorstellen? Also hier in dem Fall war es so, dass wir, dass ich Arbeiten von Herrn Osiander gesehen habe und er uns Vorschläge gemacht hat, was möglich wäre für die Ausstellung. Wir wollten was Großes von ihm auch zeigen. Und da war jetzt eben das einer seiner Vorschläge. Das haben wir dann zusammen ausgewählt. Mhm. Bei anderen Stücken lassen wir uns, wie gesagt, überraschen. Aber vieles suchen wir konkret aus. Jetzt gehen wir nur kurz davor, Damen und Herren. Das möchte ich nämlich auch noch sagen. Ich war am Wochenende in den Bergen und habe dort Bergdohlen beobachtet. Mhm. Und wenn Sie sich mal diese Gruppe hier anschauen, sie unterscheidet sich nur dadurch, dass sie keine gelben Schnäbel hat. Und sich nicht bewegt. Naja, vielleicht sind sie ja gerade, was weiß ich, jetzt erstarrt, weil die Kamera auf sie gerichtet ist. Aber die schauen ja unwahrscheinlich lebendiger aus. Gell? Wer hat das gemacht oder von wem ist das? Das ist ein Schwede, Mikael Nilsson, den wir auch zum ersten Mal eingeladen haben und der uns einen ganzen Schwarm geschickt hat. Große und kleine Vögel, aber jeder unterschiedlich in der Haltung. Und wenn Sie sich das anschauen... Ist das Holz oder so? Was ist das? Das ist Holz und das sind Metallfüße. Einfach ein Draht, ja? Eisendraht. Es ist relativ stabil, also die haben ja auch ein gewisses Gewicht, dass sie also gut stehen. Aber diese, wie soll ich sagen, Körperhaltung, wie der Schnabel. Ja, nicht bloß die ganze Anmutung, die passt, der Körper. Ja, genau. Also es ist so eigentlich ganz einfach gemacht, auch mit den Federn. Ja, aber man denkt sofort, es ist ein Federkleid, es ist so gut. Ja, wir sind ganz froh und es hat vorher auch schon nicht nur ein Interessent angerufen, der die Vögel von draußen im Schaufenster gesehen hat und gesagt hat, ja, also ich brauche unbedingt diese Vögel, kann ich die denn gleich kaufen? Ja. Vorher war da ein Herr da, also ich habe da vorher schon gesagt, na, alles was ich habe, ist meine Küchenschraube drüben aus der Gastronomie und wollte eine von diesen Insekten dort hinten kaufen. Also, es regt die Fantasie an. Absolut. Es freut mich total. Jetzt machen wir mal eine kleine Pause, Damen und Herren. Sie können vielleicht noch ein bisschen auf das Rotkäppchen und den bösen Wolf schauen, der eigentlich ausschiebt den Großohrpudel und den Wolf liebgewinnen. Das ist ja ganz wichtig in der heutigen Zeit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bei Ihnen fürs Erklären. Sehr gerne. Und wir sehen uns morgen wieder. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.